Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei einem neuen Videobeitrag auf dem Blog des Homo Kritikus, der kritische Geist. Mit dem heutigen Videobeitrag möchte ich ein Buch bearbeiten bzw. rezensieren, und zwar Nahum Goldmann, Das jüdische Paradox, Zionismus und Judentum nach Hitler. Das ist ein sehr interessantes Buch und gibt einen Einblick darauf, wie zum Beispiel Nahum Goldmann auch die Wiedergutmachungszahlungen im Nachkriegsdeutschland, unter anderem mit Konrad Adenauer, vollzogen hat, wie das abgelaufen ist und wie man auch diese Information heute in einem gesellschaftlichen Kontext verbinden kann, um daraus auch bestimmte Rückschlüsse oder Erkenntnisse ableiten zu können. Viel Spaß! Eines der großen Wunder der jüdischen Psychologie, dass weitgehend das außergewöhnliche Überleben unseres Volkes trotz 2000-jähriger Verstreuung erklärt, bestand darin, einen absolut genialen Verteidigungsmechanismus entwickelt zu haben, der gegen die politisch-wirtschaftliche Situation, gegen die Verfolgung und das Exil half. Dieser Mechanismus kann in wenigen Worten erklärt werden. Die Juden betrachteten ihre Peiniger als eine minderwertige Rasse. Zitat Ende. Aber ungeachtet meiner Bindung an die jüdische Religion mag ich es nicht, wenn man vom auserwählten Volk spricht. David Ben-Gurion sprach immer vom jüdischen Volk als dem von Gott auserwählten Volk. Ich antwortete ihm, überlasse es doch den Nichtjuden, das zu sagen. Ich werde noch genauer auf diese Frage eingehen, wenn ich meine Konzeption des Zionismus erläutere, aber den Begriff des auserwählten Volkes ziehe ich den des einzigartigen Volkes vor. Zitat Ende. Diese Entschädigungen stellen eine außergewöhnliche Neuerung im internationalen Recht dar. Denn bis dahin war es üblich, dass ein Land an den Sieger Reparationen zahlte, wenn es einen Krieg verloren hatte. Aber dieses geschah von Staat zu Staat und von Regierung zu Regierung. Nun aber sollte eine Nation zum ersten Mal Entschädigungen an Privatpersonen oder einen Staat leisten, der juristisch noch nicht existiert hatte, als die Nazi-Verbrechen begangen wurden. Im Übrigen muss ich zugeben, dass diese Idee nicht von mir stammte. Zitat Ende. Während des Krieges hatte der jüdische Weltkongress in New York ein Institut für jüdische Angelegenheiten geschaffen, dessen Sitz heute in London ist. Seine Leiter waren zwei bedeutende litauische Juden, Jakob und Nehemia Robinson. Nach ihren Plänen wurden zwei absolut revolutionäre Ideen entwickelt, das Nürnberger Gericht und die deutschen Wiedergutmachung. Zitat Ende. Die Bedeutung des Internationalen Gerichtshofes von Nürnberg wird heute nicht ganz richtig eingeschätzt. Denn nach internationalem Recht war es damals in der Tat unmöglich, Militärs, die ihre Befehle befolgt hatten, zu bestrafen. Es war Jakob Robinson, der diese ausgefallene, sensationelle Idee hatte. Als er sie den Juristen des amerikanischen obersten Gerichtshofes unterbreitete, hielten sie ihn für verrückt. Was haben denn diese narzisstischen Offiziere so Außergewöhnliches getan, fragten sie. Man könnte sich vorstellen, dass Hitler und vielleicht auch noch Göring vor Gericht kommen, aber doch nicht einfache Militärs, die Befehle ausgeführt und sich als loyale Soldaten verhalten haben. Wir hatten große Mühe, die Alliierten zu überzeugen. Die Engländer waren eher dagegen, die Franzosen desinteressiert, auch wenn sie auch später mitgemacht haben, spielten sie jedoch keine große Rolle. Wir hatten endlich Erfolg, weil es Robinson gelang, den Richter am obersten amerikanischen Gerichtshof, Robert Jackson, zu überzeugen. Zitat Ende. Nach Beendigung der Nürnberger Prozesse wurde das Problem der Entschädigung erneut ins Auge gefasst. Mehrere jüdische Führer versuchten, mit Adenauer Verbindung aufzunehmen, aber die meisten ihrer Vorschläge waren geradezu lachhaft.
Eine Organisation schlug ihm vor, 20 Millionen deutsche Mark zu zahlen. Inzwischen müssen die Deutschen die mit mir ausgehandelten Vereinbarungen entsprechend insgesamt 80 Milliarden deutsche Mark zahlen. Zitat Ende. Kein anderer Staatsmann hätte dies gewagt. Nach der Unterzeichnung bekam er große Schwierigkeiten mit seinem Kabinett, das ihm vorwarf, er habe sich wie ein Diktator benommen und die Milliarde Dollar versprochen, ohne sich mit irgendjemandem zu beraten. Aber das war eben Adenauer, eine wahre Führerpersönlichkeit, und alle fügten sich schließlich. Eine Demokratie muss häufig so geführt werden. Zitat Ende.